So, dann auf zur Schmiede. Ah, ich habe schon wieder keine Flasche dabei. Aber unten war sowieso keine. Vielleicht finden wir oben irgendwo eine. Ist es eine Flasche? Nee, das ist Wasser. Und Glas. Warte, vielleicht geht das hier. Nee, das ist ein Zauberstab. Nee, aber nicht, dass es geht. Ich kann ja mal. Nee, es wird nichts. Das wird nichts. Vielleicht finde ich oben irgendwo eine. Da müsste, glaube ich, eine sein. Nee, das ist kaputt. Kaputt. Auch kaputt. Auch kaputt. Stimmt, das ist Nummer 1. Okay, da ist ein Shop, aber ich finde hier keine Flasche. Schöne Ambrosia. Nee, da habe ich mich durchgegraben. Da sind die drin. Aber wir können erstmal den Zauberstab hier loswerden. Okay, so nicht. Sehr gut, was haben wir da drin? Nee. Nee. Okay, ich glaube, ich habe ganz oben. Wir können noch mal in den Shop da reinschauen. Ich glaube aber, ich habe ganz oben eine Flasche in in die Pfütze geworfen. So, das ist Zielsucher. Das können wir auch mal öffnen. Obwohl, wenn ich das damit öffne, könnte es gefährlich sein. Bisschen nicht kaputt machen. Okay, das sieht noch gut aus. Okay, hier komme ich durch. Hätten wir das hier vorbereitet. So, den werde ich noch weghauen, weil der nervt mich da hinten. Gut. Gut, dann gebe ich hier. Ach, was soll's. Ich kann mich heilen. Mit dem Eisen dazwischen. Oh Gott, was mache ich denn hier überhaupt? Ich möchte eigentlich zum Alchemisten und zwar schnell. Und ich hüpfe da herum. So, weg mit der Statue. Das Problem ist nur, dass der Zauberstab ein bisschen laut ist. Ja, da ist eine Flasche. Wunderbar. So, das kann ich sogar wegtrinken. Dann holen wir uns das Ambrosia noch ganz kurz. Ich glaube, das war weiter rechts. Ja, nicht so weit rechts. Ich glaube, weiter unten. Ja, perfekt. So, das füllen wir mal auf. Super wertvoll. Das Eisen da unten nicht wäre und der jetzt nicht herkommen würde. Komm schon, das bisschen nehme ich noch mit. Perfekt. Okay. Wir haben eine halbe Flasche voll. Ja, eine Reduced Noise Spell Version. Ja. Das fehlt noch irgendwie. Es gibt so viele Zauber, die alles machen. Aber keine, die leise sind.
Sehr gut. Okay, weiter geht's. Vielleicht finden wir ja beim Durchgang hier noch die andere Mönchstatue. Auf jeden Fall nicht. Nee, ich sehe den. Da ist sie. Wunderbar. Das ist die letzte. Oh, ich habe sie kaputt gemacht. Oh, nee, habe ich nicht. Gut. Okay, super. Dann habe ich den noch. Wunderbar. Den kann ich erstmal nach unten legen. Ja, der will ich jetzt nicht so durch. Die Kunst beim Wandcrafting ist, dass man nur einmal ein bis zweimal klicken muss pro Biom. Der Rest löst sich einfach von selber. Das sind ja tausende Steine, die sich durch Fels bohren können und den Feind verfolgen. Und bei Kontakt explodieren, aber selbst nicht explodieren. Ich glaube, das geht, wenn man zum Beispiel Damage Field Nebel hat, der schnell sich fortbewegen kann, längere Lebenszeit hat, was immer der jetzt da versuchen wollte, sich durch Fels bohren kann. Gott. Jetzt kommt ein Gegner und haut mich einfach weg. Da wäre ein Abstoßungsfeld schon cool, aber dann kann ich mich nicht mehr heilen. So, den hole ich mir jetzt nicht. Ich möchte mich nur heilen. Wunderbar. So, ich glaube, da unten, oben war nichts. Das heißt, wir bohren uns einmal hier durch. Dann sind wir fast wieder oben. Ich glaube, hier könnten wir. Nee, können wir noch nicht. Nee. Ich möchte auch nicht durch die Höhle da links durch. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Die Frage ist, was mache ich nach dem Alchemisten? Oh! Alter Freund. Das Gold nehme ich auf jeden Fall mit. Ah! Er hat was Nettes. Weg mit dir. Persönliches Gravitationsfeld, das ist nett, aber ich habe keinen Platz dafür. Mit der Zauberstab kann ich erwarten, ich kann das nicht zusammenbauen hier. So besonders ist es jetzt auch nicht. Ich kann sonst einen Link posten, was zeigt, was ich meine. Ja, hau raus. Ich glaube, Links werden sofort gelöscht. Obwohl, Links werden eigentlich sofort gelöscht. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich könnte es noch lesen. Ich glaube, die anderen können es nicht lesen. Ah. Reduzierte Streuung ist auch nicht schlecht. Ja, hier baue ich mich durch. Wunderbar. Ich glaube, das war weiter rechts. Ja. Ja, genau hier.
Was ist denn da überhaupt? Chaotisches Polymorphin. Okay. Da war also mein Trank drin, der explodiert ist. Super. Schön Tränke. Okay, noch einmal durch so einen Felsen durch. Genau, okay. Es sind 4 oder 5 Bilder. Das unterste ist das Final Build. Bild 2 ist das Eventbild selbst. Okay, schaue ich mir später mal an. Ich will noch einmal kurz hier durch. Ah, Scrap kennt man schon. Okay, okay, wunderbar. Dann schaue ich es mir später mal an. So, wir sind wieder draußen. Wunderbar. Es klingt irgendwie falsch. Ach, das ist nur in deinem Kopf. Ist ein normales Gespräch über Zauberstäbe. Das führt man so in unserer Welt. So, wunderbar, wir sind draußen. Blub, 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 blub. Endlich wieder Freiheit. Uff. Aber ich will nach oben. Gut. Ich rede von meinem Purgatory Plasma Wand. Oh, stimmt, das Auge will ich auch noch mitnehmen. Und blopp. Schön. Ambrose hätte ich ja nicht da lassen können, aber ich möchte nicht riskieren, dass das Glas kaputt geht. So, ich glaube, hier war das zum Durchbohren. Ne, noch nicht. Ein bisschen weiter. Vielleicht beim nächsten Hügel. Da ist ein Stock. Ich glaube, hier unten. Ja, das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Die größere Streuung, auf den wir halt echt edel. Okay, der hat sich wegteleportiert. Toll. Er hat auch in die andere Richtung geschaut. Das ist normales Teleportium. Ich kann es nicht mehr aussprechen. So, den müsste ich nur hier unten loswerden. Okay, der ist weg. Okay, da unten wird jetzt sein. Ich müsste mich schnell um den kümmern. Ich müsste mich noch einmal heilen. Oh Gott. Falscher Zauber. Das ist der Heilzauber. Ich brauche unbedingt die Explosionsimmunität, damit so ein Fehler nicht passiert. So, also. So, der Alchemist. Es wäre gelacht, wenn ich den nicht hinbekomme. Also, rein da. Stopp, da ist er ja schon. Stopp. Oh Gott, ich habe kein Schild. Ich habe kein Schild. Kein Schild. Au. Ich teleportiere mich mal kurz weg. Das ist ein bisschen gefährlich. Hier unten ist es sicher. Das war nicht so gut. Ich habe es mir ein bisschen zu leicht vorgestellt, glaube ich. Ich baue mich mal kurz hier rein. Wo ist mein... Hier mache ich eine kurze Lücke rein, damit ich mich hier heilen kann. Okay. Oh Gott, ich hänge da oben fest. Mein schöner Halssauber. Ich habe noch ein paar. Das da nervt mich da oben weg damit. Oh. Gut, noch ein bisschen mehr. So. Also, wenn ich mich hier durchgrabe, sollte das, glaube ich, gehen. So, das sieht doch gut aus. Oh, 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 oh. Au!
So, ich baller da einfach rein. Oh Gott, was sind das jetzt? Was ist mit denen? Nein, falsch. 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 Richtig, richtig, richtig. Okay. Der Crystal Vent hätte neues Leben einge... Oh, ich habe ihn besiegt. Ich habe es nicht mehr mitbekommen. Das war doch easy. Also, ich habe jetzt doch drei Plätze frei. Ich nehme mal Omega mit. Ist Tau gut? Oder ist M gut? Warte, weg mit dem Kristallschlüssel. Ich brauche ich nicht. Oh, ich kann ihn so weghauen. Gut. Was von denen ist gut? M oder T? Oder war Omega schlecht? Obwohl, ich habe noch drei Plätze. Ich könnte alle mitnehmen. Ich nehme Tau mit. Ich nehme Mu mit. Und Zauberstaffel frischer. Okay, gut, 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 gut. Den Schlüssel nehme ich auch mit, weil warum... Obwohl, es wäre nicht schlecht, wenn ich den mitnehme. Ein T ist besser. Kopiert dann wirken die folgenden zwei Zauber. Okay, Omega ist... Kopiert wird Kopien jedes Zaubers im Zauberstab. Und M ist... Achso, Modifikator-Zauber aktuell wird auf das Projektil. Okay, das ist nicht so toll. Könnte toll sein, aber eher nicht. Okay, aber wir haben Tau. Tau ist gut. Und Omega kann auch cool sein, ist nur teuer. Ich meine, Omega könnten wir für Schwarzes Loch trotzdem nutzen. Aber wir haben keinen Zauberstab für den, der die Mana... Doch, der untere. Aber der lädt dann ewig auf. Aber wir können jetzt Sachen kopieren. Das ist nicht schlecht. Eine Heilung zum Beispiel. Ich glaube, Graben ist erstmal wichtiger. Ja, wenn ich mich noch besser damit heilen könnte... Ja, okay, das geht. So, erstmal raus hier. Ist ein bisschen gefährlich hier. Ja. Und bop. Gut. Problem ist, ich müsste jetzt wieder nach unten und das zusammenbauen. Oder wir gehen jetzt erstmal in die Parallelwelt. Und in den ersten Dingens rein. In den ersten, ich vergesse immer, wie das heißt. Holy Mountain, Heiligen Berg, und holen uns, bauen uns dort was zusammen. Bauen die dann dort ein. Problem ist, ich müsste mich durchgraben, das kann ich ja so nicht. Nee, ich müsste nach unten. Wir gehen also wieder nach unten. So, da waren die Schleimdinger. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden. So, dann einmal schnell nach unten. Bop, 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 bop. Da war vielleicht was. Was haben wir da? Trank mit konzentriertem Mana. Warum nicht? So, bitte mal vorbeilassen. Ja, da kann ich durch. Hopp, hopp, hopp. Und hopp. Oh. Das ist sehr schlecht gelegen hier. Das ist echt nicht gut, wenn es hier rumliegt. Hm. Was mache ich denn damit? Warte, ich brenne das hier mal kurz raus. Mit Wasser? Mit Wasser. Nee, mit Wasser ist es echt eine schlechte Kombination hier. Sicher ist sicher. Gut. Okay. Omega ist gut, aber teuer. Tau ist teuer. Teuer ist teurer als Gamma oder Alpha, aber gut für Black Holes. Wand für schlecht. Wand Refresh lässt dich den Charge Use skippen. Stimmt, da war ja was. Kann ich hier noch nicht. Ich müsste weiter runter. Stimmt, damit könnte ich ja auch mein, das schwarze Loch hier. Kannst du mit dem Evil Ape, hab ich gemacht. Zum Glück. Das würde mich irgendwann mal bestimmt umbringen. Genau, mit dem Wandfisch. Mit dem Wand Refresh könnte ich das bestimmt machen. Entweder die Heilung damit immer skippen oder was anderes. Schauen wir gleich mal. Na Gott, ich bohre mich hier durch. Gut. Und rein hier. Nee, hier geht's noch nicht. Ich müsste dann... Ich gehe hier runter. So. Bop, 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 bop. Ich habe irgendwas da gelassen. Was war das? Ah,
Jetzt habe ich den Schlüssel dabei und das Auge. Das Auge kann ich aber noch unterwegs da lassen, das ist kein Problem. Ich glaube, der war hier drin. Ja, perfekt. Okay, dann lasse ich mal das, den Schlüssel hier und das Auge. Ja, er kommt mit, aber... Kann ich das hier? Nee, ich kann das immer noch nicht hier bearbeiten. Ja, der Moment, in dem man sich in ein Stendari verwandelt und im Wasser steht. Ja, das ist ungesund. Es wäre wirklich peinlich, wenn man 10 Stunden run und da passiert das. Du warst mal zu faul, bei dem Boden zu wischen. Ich habe immer noch keinen Teleporttrank gefunden. Das ist ein bisschen schade. Und wupp. Natürlich kann ich das nicht nehmen. Na gut. Der liegt erstmal da. Hier können wir immer noch die Sachen bearbeiten. Okay, wir müssen noch weiter nach unten. Was ist das da? Oh, das war ein Skelett. Okay. So, 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 so. Und blub, blub, blub. Bam. Hier kann ich die bearbeiten. Gut. Okay. Uff. Hast du Infinite Black Holes? Kannst du einfach rübergraben? Ja, noch nicht. Jetzt habe ich die gleich, weil ich muss ja bearbeiten. Wie mache ich das mit dem Wand Refresh nochmal? Ich kann das ja testen, warte. Die Bomben kommen auf jeden Fall raus. Ich glaube nicht, dass ich die noch brauche. Die sind ja nicht so stark. Das kommt raus. Kann ich eigentlich auch da... Nee, kann ich nicht. Ich lagere die erstmal hier. So. Dreierblitz lage ich auch erstmal hier. Der kann erstmal da bleiben. Und der Vierer, den nehme ich mit. Der ist toll. So. Und der Triggerbolt kann Funkenblitz mit Auslöser. Der bleibt erstmal hier. Ich bin schon mit 12 Stunden Run gestorben, weil ich einen kleinen Blob im Overgrown ignoriert habe. War am Wand sortieren und der hat mich mit Acid Poly gesch... Oh Gott. Das ist... Das tut mir leid. Das ist wirklich unschön. Alter, wir können das mit dem hier testen. Tu mal den hier am Boden. Double Cast Spell Wand Refresh. Du musst einfach im Double Cast und dann Wand Refresh. Muss einfach im selben Cast-Block sein. Okay. Das heißt so. Das, was ich verdoppeln will und das dahinter. Der hat 16, mit anderen Worten. 16. Okay. Easy. Okay, kein Problem. Geht das auch, wenn ich einen Vierer hinschnalle? Tatsächlich. Okay. Sogar zweimal. Magie. Ah, ich verstehe. Der triggert den. Der lädt den sofort wieder auf und triggert den wieder. Glaube ich. Ich verstehe es jetzt einfach mal so. Wenn ich jetzt einfach den hier dahin tue, dann zwei. Aber er triggert keinen. Okay, interessant. Okay, das heißt, wir können jetzt, was will ich damit immer klonen? Das ist eine günstige eine Methode, wie ich was günstig klonen kann, kopieren. Kann, nur was will ich damit haben? Schwarzes Loch? Aber so oft grabe ich nicht, aber die sind an sich schon sehr teuer. Es wäre schlau, wenn ich den hernehme. Run Refresh erlaubt Overdraw, okay. Goldene 2 Zauber, 80. Das Problem, das ich gerade habe, ist, ich kann mich jetzt zwar hier durchbohren. Das heißt, ich brauche eigentlich die Lichtbohrer hier gar nicht mehr. Und ich könnte eigentlich auf einen Zauberstab gehen, der jetzt, jetzt eigentlich mehr Schaden verursacht. Ein Stein zum Beispiel.
Aber ein Stein funktioniert nicht immer. Ich brauche was, was auch bei Bossen funktioniert. Eine Donnerladung, aber ich bin nicht immun gegen Explosionen. Und wenn du ein One Refresh auf ein AC verwendest, wird der AC jedes Mal, wenn du ihn castest, plus 1 gecastet. Was ist ein AC? Autocast? Ach so, das heißt, ein Autocast wird dann einfach verdoppelt. Okay. Also wenn das AC das bedeutet. Ich hätte einen schönen Angriff gerne, weil die Sprudelfunken sind zwar nett, die sind halt wirklich nett. Aber ich könnte mir das... Okay, wir kümmern uns erstmal um die Heilung. Das heißt, die folgenden zwei Zauber werden immer gecastet. Das ist toll. Wir haben jetzt zweimal eine Heilung. Das heißt, ich bräuchte gar nicht mehr so viele Heilzauber hier, wenn ich das hier durchbekomme. Wie viel Mana hat der? 330, 80, 140. Das sollte gehen. Always cast. Okay. Ja, das Problem ist, der wirkt das hier. Wenn die leer wären, wäre es mir angenehmer. Habe ich da ein paar leere? Der kann auf dem Boden. Der ist 19, der kann dahin, dann dahin, der kann dahin. So. Schön. Wenn ich die jetzt damit verlangsame. Ja. Schön. Okay. Vielleicht hat das was gebracht, aber es sieht schön aus. Okay, habe ich da irgendwas, was mir helfen kann? Rückstoß. Wenn ich fliegen will, wäre das super. Muss ich mir merken, Rückstoß ist hier. Licht. Nee. Okay. Ich habe jetzt Heilung unendlich. Ich habe jetzt unendlich die Möglichkeit, ein schwarzes Loch zu bauen. Ich kann mich teleportieren. Es fehlt nur noch ein guter Angriff. Das ist ja das Problem. Wir könnten noch in die Pilzkavernen rein unterwegs, wenn wir sowieso rübergehen. Ich muss nur das Auge noch mitnehmen, das ist wichtig. Wenn ich den Vergessenen dort gleich mitbesiegen will. Ja, dann machen wir das so. Und vielleicht finden wir... Aber er fahre noch ins Goldbiom. Ich glaube, das wäre schlau. So, ich glaube... Warte, wo habe ich das Ding ins gelassen? Nee, hier ist das Auge nicht. Das müsste dann weiter oben sein. Und Wasser kann ich noch mitnehmen. Gut. Ob ich den Wurm besiegen soll? Nee. Und ich gehe das Risiko nicht ein. Ich sollte halt ein bisschen schlauer agieren und nicht so solche Fehler machen. Au. 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 Die bewegen sich halt genauso wie in so ein Spinnennest. Wo doch frisch geschlüpfte Spinnen drin sind. So, du hast Sparkbolt-Trigger. Da waren mindestens zwei Horizontal-Paths in den Shop. Dann brauchst du nur noch Payload. Sparkbolt-Trigger. Den da, ja. Achso, die horizontalen Paths. Ja, das Problem ist, die hatte ich vorher mal am Anfang eingesetzt. Das waren ja diese grünen Wände. Also, die halt Schaden verursachen. Das Problem mit denen ist, die haben mich selbst verletzt. Und ich habe... Super. Ich habe ungern Zauber drin, die mich selber umbringen können. Das hat mich schon mal ein paar Mal umgebracht. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ah, okay, jetzt. Ach, weil die Feinde verfolgen. Okay. Sehr gut. Oh, ich brenne schon wieder. Genau, diese Barriere. Sparkbolt, da waren mindestens zwei, da brauchst du noch Payload.
Achso, Payload ist, ich habe aber keine, die unendlich oft funktioniert. Und ich habe keine Möglichkeit, gerade meine Zauber auszutauschen. Also nur wieder hier, wenn ich ganz nach unten gehe. Wir finden bestimmt was unterwegs. Entweder eine Pilzkaverne und irgendwas. Aber ich kann das nicht austauschen. Ja, wir müssen eigentlich gleich in die Dingens rüber. In die Parallelwelt. Also, ja. Oh, Duck. Eine Ente. Warte, ich kann doch gleich hier rüber, statt da. Oh. Ich glaube Wasser, oder? Ich glaube, das war das umgedrehte Dreiecke, war, glaube ich, Wasser. Horizontal-Path ist das, wo 90% gedreht ist, gibt plus 5 Damage, war ein bisschen mit dem Homing in. Okay. Das Z, was gedreht ist. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und Payload, irgendwelche Damage-Spells hier am besten günstig. Aber das, nur dafür, dass ich mehr Schaden mache, oder? Ist der Zauber günstig? Weil dann könnte ich das vielleicht doch noch reintun. Ich hätte gerne, dass meine Sparkballs halt immer noch frei sich frei bewegen können. Das wäre gut. Okay, wunderbar. Der hat zwar ein schönes, immer durchschlagende, eine durchdringende Schüsse. Ja, das hat er, ne? Aber der Rest ist nicht so toll. Nee. Okay, dann gehe ich nochmal gleich nach unten. Wenn ich mehr Schaden mache, ja. Ich schau gleich mal. Wir haben noch Wurmblut, das ist toll, das lasse ich da, falls ich irgendwas damit herstellen muss. Oh, ich hab. Hier ist das Auge. Ich hätte es fast vergessen mitzunehmen. Gut. Also horizontaler Weg. Ich glaube, der war noch weiter unten. Schauen wir mal. Noch weiter unten? Wahrscheinlich im Dschungel, oder? Der da nicht. Der da nicht. Also, weil ich die Sache im Dschungel bearbeitet habe, klar. Wir müssen im Dschungel sein. Otic Path. Ja, Linear